Mit diesen Worten begrüße ich euch zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships und heute habe ich da ein sehr, sehr schönes Replay vom David EDN bekommen, der mit dem Cymon, eins ist doch ein I, also Cymon, Cymon, also manchmal, warum EI, Cymon, das klingt wie ein Pokémon, naja, gut, egal, von der Nikolai, der Kaiser Nikolai, der Imperator Nikolai, whatever, bekommen. Und dementsprechend bin ich hier sehr gespannt, weil das Schiff wurde ja bekanntermaßen von Wargaming aus dem Shop entfernt und kommt auch nicht mehr wieder. Das heißt, jeder, der das Schiff hat, darf sich sehr freuen, denn dieses Schiff wird es im Shop nicht mehr wieder geben. Das ist laut Wargaming zu stark und da hat Wargaming gesagt, nee, das Schiff wird wieder entfernt. Natürlich die, die schon Geld dafür gezahlt haben, die behalten das. Aber die das nicht getan haben, die haben auch keinerlei Möglichkeit mehr. Deswegen immer mal wieder schön, solche Exoten zu sehen. Ich bin einer der Glücklichen, die sich das Schiff auch rechtzeitig gesichert haben, weil ich schon wusste, yo, mit diesem Tier 4 Schiff, das darf man nicht vergessen, hat man ein sehr starkes Gerät an der Hand. Und warum, das werden wir sehen, weil der Schaden, kann ich euch jetzt schon sagen, ist selbst für Tier 10 noch gut. Also, da werden wir gleich mal sehen, was das Schiff so zu bieten hat. So, da vorne ist schon eine Kaledon. Mal schauen, was er damit macht. Die ist aber nicht so schnell. Aber er schießt noch nicht. Eigentlich ist er offen, also von dem her, ich wollte gerade sagen, darf er jetzt mal langsam loslegen. Und da fliegen die Schüsse schon raus. Und man sieht, die kommen gar nicht so ungenau. Das ist einer der großen Vorteile, die dieses Schiff bietet. Aber da war jetzt der Schaden mit 860 nicht so wirklich groß. Habe ich mir schon fast gedacht, dass er zu weit vorhält, weil auch die Projektilgeschwindigkeit sehr ordentlich ist. Sehen wir jetzt gleich hier, das auf 11 Kilometer, nicht mal 7 Sekunden und die Granaten landen da schon. Könnt jetzt auch auf die Miyugi umschwenken in Ermangelung schönerer Ziele. Er will aber unbedingt hier auf die Kaledon schießen. Und jetzt probiert das über die Insel drüber. Das dürfte klappen. Oh, ja, 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 ja. Scheiße. One-Shot mit 3 Zitadellen. Holy fuck. Yo. Warum auch nicht? 19.000 Schaden mit einer Salve. Kann man mal machen. Dabei kann man auch ein bisschen mit der König Albert kuschen. König und Imperator bzw. Kaiser, das ist doch auch ein Match, damit kann man leben. So, die Karlsruhe ist auch nicht mehr allzu schnell. Nur nicht zu weit vorhalten, aber ich glaube auch da dürfte die einigermaßen gut hinkommen. Aber da ist die Insel noch, aber nein, noch eine Zitadelle. 13.100 Schaden. Jo, funktioniert. So, im Prinzip hat er in der Runde zweimal geschossen und hat schon 32.000 Schaden angebracht. Das ist halt das, was ich so amüsant an dem Schiff finde. Und jetzt passen wir mal auf, was er mit der Miyugi macht. Die Miyugi immerhin auch ein Schlachtschiff. Das darf man jetzt bei dem nächsten Beschusstest nicht verkennen. 4,4 Sekunden, bis die Schüsse ankommen. Da sind alle 12 Granaten auf dem Weg. Und auch hier nochmal 13.000. Also das Schiff ist verdammt stark, ist nicht umsonst aus dem Shop entfernt worden, beziehungsweise kommt nicht mehr rein, sagen wir es mal so, es ist ja nicht so, dass es dann plötzlich weg war, sondern es gab's und dann wurde nicht mehr großartig drüber gesprochen und dann wurde es, wird es nicht mehr kommen. Finde ich aber auch richtig so, weil sie sagen ja nicht von wegen, hey, wir haben ein zu starkes Schiff, wir müssen sofort handeln, sondern es gab wirklich eine lange Zeit die Möglichkeit, das Schiff zu kaufen. Dann hieß es aber, okay, wir merken intern, das Schiff ist holy stark, wie man hier schon wieder mit 10.000 Damage sieht. Und um die Balance nicht zu zerstören, lassen wir es den Leuten, die es schon haben. Das sind dann vielleicht auch nicht so viele, weil es der eine oder andere auch gar nicht gerafft hat. Wobei ich bei solchen Sachen und auch bei neuen Schiffen immer empfehlen kann, schaut euch Videos an. Wenn ihr irgendwelche YouTuber habt und sei es Deutsche oder Englische, ist eigentlich total egal. Aber schaut euch ein Schiff an und da kriegt man ja so ein gewisses Grund,
Bauchgefühl. Natürlich kann man es jetzt nicht vergleichen mit, man spielt mal selber, aber man kann ja, glaube ich, schon mal sehen, okay, was kann es, wie hier zum Beispiel in dem Replay. Bis jetzt sieht man viel Schaden, klar. Aber man sieht, okay, der bekommt ein bisschen Beschuss. Der bekommt ein bisschen, der kann ein bisschen Damage machen. Wie fliegen die Granaten? Also sehr viele Sachen. Und das kann ich euch dafür immer nur empfehlen. Weil wenn es, wie dann hier, wenn man Bock gehabt drauf hätte und man keine Möglichkeit mehr hat, dann ist es natürlich echt ärgerlich. Weil dann ärgert man sich vielleicht, hätte es vielleicht doch noch kaufen wollen, hat aber zu lange gewartet, weil man sich dachte, nee, gut, nächsten Monat gibt es halt auch, gibt's es auch noch oder dann kommt es halt irgendwann wieder. Bei sowas würde ich da immer ein bisschen vorsichtig sein. So, Hosho. Hosho. Hosho ist ganz schön langsam. Deswegen kriegt Hosho auch nur verhältnismäßige 3000 Schaden. So, er geht auch schon gar nicht auf die Nassau. Die Nassau hier mit den Sekundären bringt ihn zum Brennen. Eigentlich ist die Nassau auch das schlimmere Ziel. Wobei, da kommen jetzt schon... Oh, da kommen Flieger. Und da ist noch eine König Albert, also da ist jetzt hinten einiges los. Nassau ist jetzt kein schönes Ziel mehr, weil Nassau da ein bisschen quer schlägt. Das heißt, der geht jetzt doch wieder auf die Hosho. Hosho ist da jetzt auch spitz. Jetzt zackt er, der König Albert, da seine Breitseite. Eine Zitadelle auf die Hosho. Dementsprechend wieder ein dicker Schaden. Allerdings noch 2543 Hitpoints hat sie. Also kann sie auch noch agieren und hier die Torpedos droppen. Einer trifft. Und der hat auch ordentlich gesessen. Da wird sofort der Wassereinbruch repariert und er heilt sich auch sofort wieder. Jetzt sieht man nämlich auch mal, okay, wie agiert ein Schiff unter Beschuss? Und sowas sollte man sich in Previews immer anschauen. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. So, da hat er einfach nochmal mit einer Batterie geschossen, weil er sich dachte, okay, das langt und dementsprechend hat er jetzt genug Schuss noch für die Nassau. Und hat ein bisschen zu weit vorne meines Erachtens draufgehalten. Hätte er noch ein bisschen mehr mittig genommen, hätte er da mehr Schuss ins Ziel gebracht und hätte sie wahrscheinlich auch direkt versenkt. Aber nichtsdestotrotz hat er auch schon 90.000 Schaden an den Mann bzw. an die Frau gebracht. So, was ist da jetzt mit der König Albert? So, da sind noch mal ein paar Flieger in der Luft, die aber diesmal auf die König Albert gegangen sind. Und die andere König Albert schießt interessanterweise auf ihn und nicht auf die gegnerische, die eigentlich ja besser für ihn, zumindest die schlimmere ist, sag ich mal, aufgrund der Distanz einfach nur. Mal schauen, wie sich die jetzt da schlagen wird gegen zwei Schlachtschiffe. Irgendwie muss er ja sich auf jemand konzentrieren. Nee, aber er bleibt auf ihm drauf, das sieht man ganz markant. Und jetzt schießt er da knapp seiner König Albert vor den Bug, aber alles gut gegangen. Er kann auch gleich wieder heilen, da freut er sich bestimmt schon drauf, weil es wird langsam Zeit. So, Sekundäre gegen Sekundäre, da geht es jetzt wieder ordentlich rund. So, er heilt sofort, er brennt, das repariert er noch nicht, das ist auch sinnvoll. Auch weil die Sekundären ja natürlich sofort wieder weiterschießen können. So, jetzt ist er ein bisschen schräger. Er hat die bessere Position meines Erachtens. Jetzt wird er vorne auf die Bug gehalten. Leider keine Zitadelle, aber 12.000 Schaden waren es dann doch. Jetzt hat die König Albert das Problem, dass sie, glaube ich, gleich nicht mehr wirklich ihn beschießen kann, weil die Türme müssten erstmal mit drehen. Das heißt, hat er sich da eine schlechte Position bewegt, zeigt jetzt auch noch prinzipiell jedem mal seine Breitseite gleich. Jetzt hat er zwar dann noch einen Hit bekommen, aber alles halb so wild. So, er muss nur mitdrehen. Ja, wobei, ja, ich wollte gerade sagen, das dürfte jetzt eh sowieso gleich Schicht im Schacht sein. Der Brand ist gelöscht. Er hat noch dreimal dann Heilung zur Verfügung stehend. Und hier haben wir erstmal keinen Gegner, den er beschießen kann. Deswegen beeilen wir uns mal ein bisschen. So, jetzt aber wieder die Arkansas Beta, auf die er da kommt.
Und die Grüße gehen raus. Mal schauen, was sie so anstellen. Ja, nee, gar nicht so viel diesmal. Aber 113.000 Schaden schon. Oh, Bogartier, schönes Ding. Genau, jetzt dreh mal du rein. Das ist natürlich auch so ein Schiff, was stark gefährdet wäre. Jetzt hier gleich unter der... Ah, nee, doch noch nicht. Unter der Nikolai zu leiden, wollte ich gerade sagen. Aber 12.000 Damage, das sollte hier für ihn nicht mal ein Problem darstellen. Das heißt, ich würde jetzt mal auf die Arkansas gehen. Fahrt da super perfekt für ihn. Und ich glaube, das ist auch sein nächstes Ziel. Der hintere Turm ist leider noch nicht da. Aber, ja, jetzt 7.000. Und ich wollte gerade sagen, sogar mit einer Zitadelle finisht er ihn hier standesgemäß. Ja, und jetzt kommt die Bogartier immer näher. Das ist natürlich hier so die nächste Möglichkeit, sich darum zu kümmern. Und jetzt hat er nachgeladen. Jetzt heißt, oh, er dreht jetzt nochmal sogar extra rein. Ja, er dreht extra rein. Wie geil ist das denn? Ja. Und die Krake ist auch da. Ja, aber dass er extra auch noch reindreht, ist ja zu gut gewesen. Und jetzt muss man leider schon hier die South Carolina bemitleiden, dass er hier noch gegen vier andere Schiffe ran muss. Einmal eine Kaiser, einmal eine Nikolai, zweimal eine König Albert und eine Kolberg. Also bekommt hier sogar vom Gegner schon die Glückwünsche, dass er gut gespielt hat. Und definitiv, das hat er ohne Frage. Aber ich kann euch sagen, auch jetzt gibt es noch ein bisschen Damage. Er hat ja noch eine South Carolina. ...22.755 Schaden. Eine Zitadelle. Hat jetzt 156.000. Das ist einfach zu krass. Wird auch noch gefragt, so was sein höchstes Tier ist. Da hat auch noch Zeit zu antworten, ist ja klar. Hält jetzt sehr mittig rein. Auch hier nochmal 6.686. Warum auch nicht? Hier sogar kleine Einblicke gibt es in seinen Hangar oder in seinen Hafen. Er hat nämlich sogar 3 Tier 10 schon. Also er ist ein fleißiger Warship-Spieler. Ist ja auch nicht, glaube ich, das erste Mal, dass wir ihn hier in dem Replay sehen. So, jetzt hat er sich leider so manövriert, dass er gerade nicht drauf schießen kann. Ich glaube, den Kill wird er sich jetzt auch noch gern einverleiben. Aber irgendwie hat er es auch nicht so eilig, habe ich so gerade das Gefühl. Also, der lässt die South Carolina da gerade ordentlich leiden. Da, der geht ja nicht mal wirklich drauf. Ist ja auch interessant. So, damit war es das. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.